Hallo und herzlich willkommen zum Pro Club Part 46? 47, alles klar, da sind wir auch wieder zurück im Pokal mit dem Ultimate NRW. Wir haben ja im letzten Part zwei Spiele gemacht, beide wunderbar gewonnen, ich glaube 7:0 Tore. Nee, 6:0 Tore. 7? Echt? Haben wir das erste Spiel 3:0 gewonnen? Ja, nach Abbruch. Nach Abbruch, ja toll. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich 2 geschossen, ne? Weil 2:0 sind die rausgegangen. 2:0, ja. 2:0 und 4:0, also das zweite Spiel war ja echt für die Katz, weil Dominik da 3 Kopfballtore gemacht hat. Eigentlich habe ich gedacht, der Gegner in der Donbass Arena kann uns da mal ein bisschen Paroli bieten. Das haben die auch am Anfang ganz gut gemacht und irgendwann brachen sie dann ein. Und eigentlich in der ersten Hälfte sah man das so, dass Bunga Bunga da der Mann des Spiels war. Es genauso wie Abdel Malik oder Malek. Wir kamen zweimal vor das Tor, da haben wir 2 Tore gemacht und in der Hälfte 2 waren wir jetzt komplett dominant. Naja, jetzt sind wir im Halbfinale. Wir sind wieder bereit. Ja, wir sind bereit. Warten auf neue Gegner. Ich bin schon sehr gespannt und jetzt fliegen wir raus. Ja. Spaß. Boah. Nein, das dürfen wir eigentlich, dieser Pokal dürfte noch, wenn nicht also einer aus Liga 1 kommt, dann dürften wir das vielleicht gewinnen. Ja, den Pokal. Eigentlich ja, aber ich habe immer so meine Probleme. Zumindest wenn ich mit Raphael spiele, dann verlieren wir meistens irgendwo immer im Halbfinale. Dann kommen da irgendwelche Granaten, die sich auch denken, wir haben euch alle weggezogen und dann spielst du genau gegen gute Gegner und verlierst immer ganz gerne. Aber mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Wahrscheinlich gibt es jetzt keine Gegner mehr, weil wir alle ausgelöscht haben. Ja, wir haben alle oder so das hat sich rumgesprochen, dass sie gesagt haben, nee, das ist ein gutes Team, ey. Leute, geht mal weg. Demoralisiert, ey. Ja, da heißt es zumindest, Leute, geht mal weg. Knickt euch und dann ist gut. So, heute auf frohe Kunde. Der FC Bayern München hat heute gegen Werder Bremen mit 5:2 gewonnen und geht mit... Das interessiert keinen. Kein Gegner gefunden, sag ich doch. Was? Die leiden ein wenig... Ich bin ziemlich traurig jetzt. Wenn keiner gegen uns spielen will. 88. Ja, dann geht's doch nicht mehr in der Liga, im Pokal. Weißt du was? Hey. Und dann gehen wir beide nochmal aus der Ausstellung raus. Ja, genau, komplett aus dem Pro-Club, gehen nochmal wieder neu rein. Und dann werden wir es nochmal versuchen. Ich warte auf den... Hey, Grambo. Alle Spieler. Da, damit ich nicht also ja umstellen muss. Macht er nämlich. Und wenn wir jetzt einfinden, Ja, ist manchmal immer. Genau, manchmal immer so, ne? Die beiden Wörter, die sich perfekt gegeneinander aufheben. Manchmal immer. So, El Grambo wieder mit der 10. Ich mit der 9 und Rums. Diego Lopez, keine Chance. So, Halbfinale, auf geht's. Ultimate NRW, zu Hause. Das ist schon mal ein Zeichen, bestimmt gegen eine klasse Truppe. Robert ist da. Hier haben wir ja in Part 44 die Bude abgerissen. Als es dann um den verdammt geilen Aufstieg ging, wo wir in der letzten Sekunde hier noch... Oh. Das war Part 43. Part 43 war das, aha. So. Das war aber auch ein geiles Spiel. Leck mich an der Wurst. Das habe ich immer noch im Kopf. Nee. Da hat der Bunga Bunga aber auch wirklich dann nochmal uns alle in Angst und Schrecken versetzt bei der Vorlage für Snubovic. Oh, und da hat er die Turboschuhe an, wie man sieht. Ja. Der lange Ball. Mit der Hände. Nach 5 Minuten, die Gegner kommen noch nicht aus der Pötte. Wir aber auch noch nicht so ganz. Jetzt vielleicht mal die Gegner. Jetzt kommen sie, aber der Ultimate NRW hat Freistoß wieder nach außen gespielt. Der Ball, ja, da kommen sie durch und der läuft von alleine super in die Spitze. Das Bunga Bunga, ja, bleib mal da ein bisschen. Bunga Bunga, der ist ein Kopfballungeheuer. Die Flanke kommt aber nicht gut. Oh, schön geklärt. Oh, jetzt geht's mal nach vorne. Madev. Der Robert. Oh, das ist kein Abseits. Und Chipre, Dan. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Schön ist ausgelaufen. Oh, der Ball landet wieder. Und mein Gott, ist aber die Abwehr wackelt. Hier vorne in
der Verteidigung. Granado, aufgepasst für Bunga Bunga. Der holt sich jetzt den Ball und das ist Granado. Der läuft jetzt nochmal in die Spitze. Will diesen Ball haben. Jetzt nochmal im Zweikampf. Komm, setz dich durch. Ah, da haut er nicht. Hat er sich durchgesetzt, aber. Spieler oben. Jetzt geht's nochmal wieder nach vorne. Die Gäste kommen über Dane. Und der Ball ist sofort wieder weg. Ah, und der ist auch wieder sofort weg. Ach ja. Ball über die linke Seite gespielt. Da ist Robert. Robert am Ball. Und der rennt schon mal vorsichtshalber ins Aus. Er merkt, okay, hier komme ich nicht durch. Hat er Schiss gekriegt? Ah, hat er wirklich Angst gehabt. Ah, ich bleib noch ein bisschen weiter weg. Und hier wird ein Doppelpass immer hin und her gespielt. Grätsche kommt. Bunga darf mal laufen. Nein, darf er nicht laufen. Oh, der Torwart. Hand! Hand! Darf er nicht. Rückpass. Aua. Oh Mann, das wird ein Spiel werden. Die Gegner sind deutlich stärker als wir. Da ist Robert, da ist Robert, da ist Robert. Aber der scheitert an unserem Keeper. Eine tausendprozentige. Prozentige. Was hat der? Eine tausendprozentige. Du bist auch so ein. Du bist auch so ein Potentigen, ne? Tausendprozentigen. Kennst du? So, der Ball wieder auf Bunga Bunga. Kommt der an den Ball? Oh, schönes Foul von Bunga Bunga. Da haut er ihn schön um. In der 20. Minute. Musste sein. Soll man spüren, dass er das nicht machen darf, weißt du? Granado, der zeigt immer an, der rennt raus. Der rennt. Jawohl. Der hat sehr Zuckungen. Oh, schöner Freistoß nach 20 Minuten. Mac Ausland heißt der. Mac Ausland. Der ist cool, ey. MC Ausland. Oh, der Ball direkt wieder auf Bunga. Jetzt ist Granado am Ball. Abseits. Was? Deswegen wollte ich nicht. Was sagt er noch? Was? Ohne Zähne im Mund. Was für Zähne? Überbewertet, wa? Zähne sind überbewertet. Zum Fußball brauchen wir die nicht. Schön, Doppelpass gespielt. Jetzt der Ball nochmal in die Spitze. Das ist Bunga Bunga. Der setzt sich aber wirklich mit dem ganzen Körper ein. Und der Torwart war noch ein wenig unschlüssig in der 23. Minute. Soll ich rausgehen oder soll ich drin bleiben? Hätten sie mich nicht festgehalten, da, dann wäre da vielleicht noch was möglich gewesen. Der Ball auf Bunga Bunga. Der kriegt den Ball jetzt direkt serviert von Granado. Bunga Bunga jetzt. Setzt sich doch mal durch. Oh, da kriegt Granado den Ball auf den Fuß. Jetzt hält er mal drauf. Oh, aber der Tor wieder da in der 27. Minute. Da ist er. Jetzt sucht er wieder natürlich Bunga Bunga für diese Flanke. Und die Flanke kommt. Das Bunga Bunga, der hochsteigt, aber der kriegt den Ball nicht. Bring den mal demnächst auf den ersten Pfosten. Okay, dann renn auch dahin. Ah, da war ich ja unterwegs gerade. In den Rücken der Verteidigung gespielt, aber da sind die Verteidiger sofort da und holen den und Einwurf. Der Robert ist ziemlich böse im Moment. Ja, der Robert weiß momentan nicht, was er machen soll. Langer Ball in die Spitze. Granado setzt sich wieder ein mit dem Kopf. Bunga Bunga. Wieder Granado. Immer wieder dieser Granado. Och, da verliert er den Ball irgendwie. Ah, wie geht denn sowas, ey? Der war doch fast durch. Der wäre durch gewesen. Der Ball über die rechte Seite. Rafter. Er soll eigentlich Roughfighter heißen, aber er ist Rafter. Da ist Bunga Bunga wieder. Oh, der Ego Bunga. Oh, das ist Granado. Granado. Jetzt mal wieder mit der Flanke in den Strafraum. Wieder in Richtung Bunga. Na, komm ich nicht hoch. Ach. Der ist gar nicht hochgesprungen, Mann. Ja, du schießt. Sehr gut. Hast schon den Kackstift kommen sehen, ey. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, nicht gut. Oh, Granado, der kämpft noch weiter. Nachdem er eine Verteidigung Stärke plus 1 nochmal gekriegt hat, wird er jetzt sich nochmal den Weg suchen. Boah, 36. Minute, nochmal die Möglichkeit. Wir gehen nochmal zur Ecke. Jetzt der Ball auf den kurzen Posten gespielt. Bunga Bunga läuft da rein, kommt aber nicht an den Ball. Flanke nochmal in den Strafraum, aber es wird nochmal hektisch. Jetzt der Ball nochmal nach rechts gespielt, nach außen, nochmal weitergeleitet. Da hat Granado den Ball. Zieht den Ball nochmal zurück, aber das war schon. Da geht nicht. Die Körperbewegung war ganz, ganz schwach. Hattest du deinen Pro eigentlich größer gemacht oder so gelassen? Gelassen. Ja, Ball nochmal über die rechte Seite. Das ist nochmal Granado. Der wird da von hinten die ganze Zeit getreten. Aber im Zweikampf setzt er sich da wunderbar durch. Und er holt nochmal eine Ecke raus. Noch einmal der Ultimate NRW vor der Halbzeit. Granado mit der Flanke auf den kurzen Pfosten. Die Flanke kommt nicht schlecht. Der Schuss wird nochmal abgeblockt. Ja,
Boah, was macht er denn da? Schön über die rechte Seite. Wieder ist es Granado. Kommt er nochmal zur Flanke? Nein, er schießt ein Luftloch. Der tritt erstmal einfach Wut in der Luft. Nochmal über die rechte Seite. Einwurf Granado. Legt den Ball nochmal ab. Dann haben wir wieder Granado. Er versucht nochmal an den Ball zu kommen. Ah, dreht sich nochmal, aber der weiß nicht, wohin er spielen soll. Jetzt geht er nochmal in die andere Richtung. Sehr gut von der Verteidigung. Alles klar. Geht nochmal nach vorne. Der Ball für Bunga Bunga. Der versucht den Ball weiterzuleiten, aber irgendwie bleibt er wieder hängen. Zur Halbzeit, denke ich mal, könnte es dabei bleiben. Das ist ein sehr interessantes Spiel. Ah, der Ball nochmal geklärt. Den kriegt er nicht mehr. Aber es gibt nochmal Einwurf für die Gäste. Ah, kommt er nochmal dazu, wartet jetzt natürlich, aber ganz, ganz schwach. Über lang vorne raus. Lang Holz, oh nein. Das wäre richtig geil gewesen. Er ist abgepfiffen, wenn ich an den Ball gekommen wäre, weißt du? Durchgelaufen. Tschüss. Jetzt. Ja. Das war was? Halbzeit. 0-0. Einmal hebt der Linienrichter die Fahne, ey. Als der Schiri pfeift. Wir haben mehr Ballbesitz. Rodriguez, Pinto Torres haben wir. Rafter. Könnecke. Und Mosen hinter der Spitze. Und der Unparteiische pfeift die zweite so. Halbzeit an. Spiel. So, es geht wieder weiter in Hälfte 2. Paul. Elfmeter. Das macht er gut. Und der Ball ist weg. Hälfte 2. Irgendwie stehen die ein bisschen weit vorne. Es könnte gefährlich werden. Nochmal. Granado versucht nochmal hochzugehen. Dreht ihn nochmal um. Holt sich den Ball. Sehr gut im Zweikampf. Sehr agil. Der Ball über die linke Seite, Rodriguez. Jesse Rodriguez über die linke Seite. Wir nennen ihn einfach mal Jesse. Jetzt kommt die Flanke, aber der geht ja beinahe ins Tor. Der geht ja beinahe ins Tor, ins lange Eck. Jamie Lee. Spiers. 50 Minuten sind rum. Der Ball ist lang nach vorne gebracht worden. Kopfball gewonnen. Der Ballverlust von Granado. Aber der holt sich diesen Ball wieder. Der fightet jetzt um jeden Ball hier im Mittelfeld. Selbst er gibt nochmal Gas, geht über die rechte Seite, zieht nochmal in Richtung Strafraum. Jetzt muss die Flanke nochmal kommen, jetzt wird es nochmal gefährlich. Ja, aber. Oh, ich wäre da gewesen. Eieiei. 53. Minute. Spiel steht auf Messerschneider. Obwohl die Gäste noch nicht viel gebracht haben, haben sie bisher, glaube ich, die besseren Möglichkeiten gehabt. Zumindest in Hälfte 1. Da, wenn ich mal an Robert erinnere. Oh, der Ball nochmal lang nach vorne, aber da kommt da keiner durch. Ja, nicht nur der Robert hatte eine Chance. Langer Ball wieder nach vorne und wieder geht es ins Aus. Denke ich mal, jawohl, Einwurf für den Ultimate NRW. Das Halbfinale ist ein schweres Ding. Wieder hinten rum. So. Ah, da bietet er sich direkt schon an und der Ball nach rechts raus. Weitergespielt. So, Granado. Und er will den Ball direkt weiterspielen. Das Bunga Bunga. Jetzt hat er mal ein wenig Platz, aber was macht er? Rennt direkt in den Verteidiger rein. Granado aufgepasst. Bringt den Ball in Richtung Bunga Bunga. Der lässt ihn nochmal durch die Beine gehen, aber es sieht immer noch. Was? Ich wollte gar nicht zum Ball hin. 60 Minuten und 30 Sekunden gespielt. Er steht hier auf Messerschneider und immer wieder. Kommt dieser Granado, der hält mal drauf, der trifft den Pfosten. Abseits, das war mir klar, dass Bunga Bunga da im Abseits steht. Ey, guck. Ja, guck mal, voll im Abseits. Ja. Ach, der Ball. Ich hab ihn trotzdem noch reingemacht, ja. Den Pfosten. Jetzt wird es langsam eng. Aber je mehr du die Chancen nicht reinmachst, umso mehr werden die Gäste hier angreifen. Und umso mehr werden sie zu Chancen kommen und wahrscheinlich das Spiel für sich entscheiden. Aber jetzt nochmal der lange Ball nach vorne. Granados findet die Lücke nicht. Jetzt vielleicht nochmal durch die Lücke auf die rechte Seite. Granado sucht den Weg in den Strafraum. Die Flanke kommt, die kommt gut. Die ist, ach du Scheiße. Abgefällt. Der war nicht abgefällt. Den hast du schön daneben geköpft, ey. Ja? Ja, sicher. Scheiße. Es gibt ein leeres Tor. Und jetzt kommen mal passieren, wieder man? Die Gäste. Aber schon wieder mal gegen drei Mann durchgesetzt, oder? Das bringt dir nichts, wenn du jetzt einen reinkriegst. Doch. Ah, Ball wieder rausgeklärt. Grambo. Jetzt über die rechte Seite. Ah, er macht eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann.
Aber kommt da nochmal eine gute Chance bei raus. Jetzt das Kopfballduell. Den hast du? Ja, Ball. Sehr gut. Granado über die rechte Seite. Jetzt nochmal die Flanke in den Schrauber und immer wieder gefährlich in Richtung Bunga Bunga. Latte. Nein! Ecke. Ecke. Es gibt die Ecke. Granado. Der muss jetzt nochmal jemanden sehen. Der muss jetzt nochmal jemanden finden. Die Flanke kommt. Die ist gut. Die ist nicht schlecht. Und wieder ist es Bunga Bunga, der den Ball schön. Verzogen, ne? Eben das Tor. Köpft. Er wird ja ganz schön verzogen, ne? Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Was ist denn da los, ey, mit mir jetzt? Das ist immer wieder erstaunlich, hier sehen wir es auch. Das sind, die Nerven. Oh, Granado, jetzt nochmal im Zweikampf, der zieht den Ball nochmal mit, setzt sich dagegen dreimal durch, geht in Richtung Strafraum, zieht mit, bringt den Pass in die Mitte, legt ihn nochmal, aber das war nicht, das war einfach nicht, jetzt kommen sie nochmal und wieder ist der Ball abgeblockt und wieder geht's davor und der muss doch im Abseits sein. Der muss, boah. Der muss ja auch sein. Und immer so schöne Spieler erstellen, ey. So richtig hervorstehende Gesichter haben, so wie Sayan Ryan dran und Bundi. Jetzt mal wieder Granado. Ja, der sucht jetzt hier die Lücke, der findet sie nicht wirklich. Und der Ball ist im Außer Bunga Bunga wie er am Pennen ist. Nein, ich musste rausrennen. 76 Minuten sind rum. Die Gäste fragen sich immer noch, mein Gott, wie können wir hier eigentlich noch im Spiel sein. Ja, und gleich steht der 1. Boah, Torwart. Jetzt mal wieder ein Angriff. Das habe ich ja noch gerade erwähnt. Hier ist er wieder zur Stelle, der Torhüter. Er hält wirklich alles fest. So, ich gehe nach unten. Kommt Torwart. Boah, wieder kein Torwart dran da. Sehr gute Aktion. Siehst du mich? Granado. Jetzt gibt es hier nochmal den Angriff über die linke Seite. Könnecke. Könnecke. Könnecke immer noch über links, immer noch über links und in der Mitte wartet wieder Bunga Bunga auf die Flanke. Der kommt gut, ist drin! Der ist drin und das ist die 80. Minute. 1:0 im Halbfinale für den Alten. Jetzt hat er es, jetzt hat er es. Und da hat jetzt er jetzt hat wirklich das. Lange für gebraucht. Boah, wie viel ist der Kopfball? Ich glaube, das war der dritte oder vierte Kopfball, den du jetzt hattest, aber es ist egal. 1:0 in der 80. Minute und das ist hoch. Ist er überhaupt hochgesprungen? Er ist noch nicht mal hochgesprungen. Und alle fliegen um ihn rum und Bunga Bunga trifft wieder mit dem Kopf. Also, da haben wir jetzt gemerkt, wenn du Flanken über außen bist, über außen gewinnst du ein Spiel, das ist klar. Oh, die Flanke, die Flanke kommt sehr, sehr gut und unser Torwart ist da. Unser Torwart ist da in der 81. Minute. Aber ich habe auch einen Kopfball, ja. Das ist schon sehr erstaunlich. Das ist ehrlich erstaunlich. Mit dieser Körpergröße dann noch so ein Türchen zu machen, der Ball wieder rausgeköpft. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Jetzt können sie wieder schießen, aber da kommt der Konter wahrscheinlich über Granado. Und Granado, der möchte jetzt mal, laufen. Der kann jetzt auch nochmal laufen. Der holt jetzt nochmal alles aus sich raus, egal was da jetzt nochmal geht. Der rennt über den gesamten Platz, hält nochmal drauf, aber irgendwie. Warum gehst du nicht weiter hoch und schiebst quer? Nein, weil du kein Tor mehr schießen kannst. So, ja, 80. Minute. Nee, ich hätte auch kein Schieb mehr laufen können, weil der wäre schön in den Verteidiger reingerast. Da kommt die Flanke noch mal rein. Ecke. Er nimmt den Ball noch mal an. Hält noch mal drauf. Der Ball landet über Umwege beim Verteidiger. Ja, noch einmal über die linke Außenbahn. Da versuchen sie jetzt noch mal, sich den Ball zu holen. Ach, Granado. Ja, schade. Was ein Torschuss. Ah, komm. Können die noch? Können die noch? Oh, oh ja, ja, ja. Nee, aber Zweikämpfe geht nicht mehr wirklich klar. Der lange Ball nochmal über die rechte Seite, steht keiner mehr. Ah, jetzt nochmal aufpassen, sehr gut. Sehr gut in der 89. Minute. Für jeden Gegenspieler. Hier sehen Sie im Vergleich die Statistik. So. Jawohl, und jetzt durch die Beine laufen lassen und scheiße. Das ist schlecht, das stand da wirklich nicht gut. Ah, jetzt nochmal zumachen, da darf jetzt nichts mehr durchkommen. Sehr gut, Granado. Na, leg den Ball da nochmal vor. Leg den Ball doch nochmal vor, aber alles wieder geklärt, aber immer noch Drucksituation, das ist Granado, jetzt geht's nochmal nach vorne, für Bunga Bunga, nein, doch, er kriegt den Ball nochmal, Granado legt nochmal durch, aber das ist schlecht von Bunga Bunga gemacht, aber Granado kriegt den Ball nochmal, nein, 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 immer wieder haben sie den Ball, immer wieder. Verlieren sie den Ball auch wieder. Aber das, ja! Sie stehen im Finale und das ist eigentlich auch verdient. Das ganze Spiel über dominiert 1-0 Ultimate NRW. Die Minimalisten, ey, sind wir. Und der guckt sehr traurig.
mit seinem verunstalteten Gesicht. Letzten Endes muss man wirklich... Camping Paradise, ey, geil. Paradies, Paradies heißt nicht. Ich meine wahrscheinlich Paradise. Mhm. Da hat Robert noch eine ganz, ganz gute Möglichkeit. Aber dort ist doch der Störling, ey. Ja. Avante Real steht da. Dann Granado auch nochmal. Der ist heute ein wenig verzweifelt am Keeper. Zwei Schüsse hat er, glaube ich, gehabt. Zweimal hat er auch den Ball auf der App. Ich kann ja mal eben gucken, was ich an Kopfball noch brauche. Noch 20 Kopfball muss ich gewinnen. Achso, ups. Dreimal habe ich aufs Tor geschossen. Noch zwei Spiele abschließen. Da kriege ich Springen plus zwei. Ja, sehr gut. Als ob das nicht genügend schon wäre. Springt er noch. Piu! Springt er in der Luft, der Wunger. Wenn nochmal Springen plus zwei kriegt. So, unser Gegner ist auch in der ersten Runde mit 4-1. Oh, 4-1, 3-1. Noch gar nicht. Also die sind relativ souverän weitergekommen, also. Wir auch. Ja, 3-0, 4-0, 1-0, super. Das Pokalfenster schließt in zwei Tagen. Gut, da können wir noch ein paar Pokale machen. Nur ein paar. Also ein paar mehrere. So. Spiele. So. Ja, was machst du denn da? Aber ich würde sagen, das war's wieder für Part 47. Wir sehen uns im Finale im nächsten Part wieder. Hast du noch was zu sagen? Nö, alles gut. 1-0. Bunga Bunga muss noch mehr Chancen nutzen, dann passt das. Herr Grandondo, ey. Läuft. Gut, dann bis zum nächsten Part. Hau da rein. Ciao dann. Ciao.